Zu Wort hat sich gemeldet der Herr Abgeordnete Zingel, bitte. Danke, danke, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Was ist ein Konsens? Konsens bedeutet die Einigung aller Beteiligten an einem gemeinsamen Vorhaben. Konsens bedeutet nicht, dass sich vier darüber verständigen, was die Fünften zu tun haben und was für sie gelten soll. Konsens bedeutet auch nicht, eine neue Kraft im Parlament vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und Konsens bedeutet auch nicht, dass Regeln erfunden werden, die nirgendwo stehen und die angeblich eine Usance haben. Die einzige Usance, die uns bekannt ist im Zusammenhang mit der Wahl von Vorsitzenden in den Ausschüssen, ist die, dass es eine Suche nach einem Konsens geben soll. Und wenn es aber Usancen geben sollte, die darauf abzielen, die kleinste Fraktion zu unterbuttern, über sie drüber zu fahren und sie abzuspeisen, dann wird es Zeit, dass diese Usance geändert wird. Wir sind jedenfalls nicht bereit, ungefragt zu übernehmen, was uns zugeteilt wird. Und zwar unabhängig davon, was uns zugeteilt wird. Es ist einfach die Vorgangsweise, die uns in dem Zusammenhang aufstößt. Und wir werden daher den Ausschüssen, die jetzt gebildet werden, zustimmen, aber nicht dann anschließend, nachdem sie konstituiert werden, der Wahl der Vorsitzenden und aller Funktionen in den Ausschüssen. Demokratie, werte Kolleginnen und Kollegen, bedeutet Leben und Leben lassen. Und wir wissen natürlich, dass es im Zusammenhang mit Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit bei den Regierungsfraktionen dabei irgendwelche Probleme gibt. Und wir wissen auch, dass die Neoliberalen diese Art von Egoismus genetisch im Programm haben. Was für uns aber erhellend ist, ist das Verhalten der Sozialdemokratie zum Thema Solidarität, wenn es darum geht, den eigenen Vorteil in den Vordergrund zu schieben. Wie auch immer, mögen sich alle vom Christstollen, der jetzt verteilt wird, möglichst viel runterschneiden und glücklich werden, aber auch, wenn es geht, nicht dran ersticken. Ich danke. So, Wolfgang Zingel von der Liste Pilz mit Kritik an der Wahl der parlamentarischen Ausschüsse.